Liebe Schweißhelden, heute möchte ich euch zeigen, wie man steigend schweißt. Schweißposition und Winkel kennt ihr bereits aus Heldenlektion Nummer 3. So, nun mache ich mir das mal bequem. Liebe Schweißhelden, so sieht eine Mattsteignaht aus. Zum Abschluss noch ein Schweißhelden-Tipp. Um beim Steignahtschweißen ein gutes Ergebnis zu erzielen, empfehle ich, mit ca. 90 Ampere und 19,5 Volt zu schweißen. Übrigens, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stehe ich euch jederzeit gerne bei Facebook zur Verfügung.